Junge Leute, nächstes Video. Golf 4 R32 Turbo. Ich erzähle euch mal kurz was dazu. Blau. Steht richtig schön da. Wir haben hier an Technik verbaut einen Golf 4 R32 Motor mit V6 Kurbelwelle, also R30 umgangssprachlich. Das heißt 3 Liter Hubraum, weniger Verdichtung. Wir haben einen Pulsar GTX 35 und einen Pulsar 44 mm Wastegate hier drin. Wie Motorsport, Ansaugbrücke, originaler Luftfilter. Kopf ist komplett Serie, ansonsten ist da eigentlich auch nicht viel gemacht. 3 Zoll Auspuffanlage drunter mit Klappe. Golf 4 hat ja auch serienmäßig eine Klappenauspuffanlage. Ja, so viel mehr ist dazu gar nicht zu sagen. Auf jeden Fall steht das Auto gut da und wir werden gleich mal gucken, was hier so geht. Ich kann euch den Innenraum noch mal kurz zeigen. Meine Lieblingssitze, Recaro Pole Position, ultra legera Felgen mit vernünftiger Bremsanlage vorne sowie hinten mit R8 Bremssattel. Das Auto ist schon ein paar Jahre lang mit Motronic gefahren, hat aber jetzt eine Emo Black drin. Wie man es nicht anders von mir kennt. Wir fahren jetzt auf den Prüfstand und dann schauen wir mal, was geht. Ich habe vorhin erstmal die Auspuffklappe aufgemacht. Es klingt viel besser. Klingt das nicht geil? Ah, krieg direkt Gänsehaut wieder. Mega. So. Wir werden jetzt die ersten Meter rollen. Oh Leute, ich freue mich immer so dermaßen bei diesem Klang. Das ist einfach so geil. Fenster zu, weil es wird zu laut für euch sein. Aber das klingt so geil. Ein Golf 4 R32 klingt irgendwie auch immer besser. Also ich denke mal, es liegt an den großen Endrohren und dann Duplex, vermute ich jetzt einfach mal. Ich würde alles geben, damit mein S3 auch so geil klingt. Wirklich, das gefällt mir dolle. Ganz, ganz dolle. Jetzt erstmal ein bisschen Teillast ein hier. Mal Last machen in einem Gang. Gucken, was wir am Maximalladedruck haben. Also wir haben 0,7 bar Federdruck. Das ist schon mal soweit okay. So, Lambda haut mir ein bisschen ab. Das
müssen wir deutlich nachregeln. Mich gerade ein bisschen, weil die Klopfsensoren voll ausschlagen und zwar ohne Last. Ab 6000 schlagen die Klopfsensoren sowas von aus. Das müssen wir uns mal angucken. Deine Klopfsensoren schlagen voll aus. Okay. Hast du die richtig angezogen mit Drehmoment und sauber gemacht und alles? 25 Newton. Der sauber gemacht haben. Guck mal, was die Klopfsensoren sagen, wenn ich hier im Stand Gas gebe. Wir hatten die angeschraubt. Hast du die mit Drehmoment angeschraubt? Er schlägt ja richtig, ne? Ja. Ah, hier, das ja. Das ist tolle. Wollen wir mal einfach mit dem Ohr vorne reinhören? Ja, der ist halt, mach doch mal so lange Klappe zu. Ja. Weil dann hören wir auch viel, viel mehr. Ja. Das Mechanische, was du hörst, ist die Kupplung. Ja, richtig. Ja, das ist die Kupplung. Macht echt mörderische Geräusche. Ja. Das Problem ist halt, ich kann die Klopfsensoren so nicht benutzen. Ne? Das übertönt alles. Macht ihr mal. Das will ich mal hören. Hörst du ja so schon, dass das Klappern dann weg ist. Ich versuche das jetzt irgendwie auszufiltern. Versuch das jetzt in der Klopfregelung, wo man dann. Ja, das ist das Problem. Ja. Das ist nicht, dass ich jetzt Bedenken habe vom akustisch. Der Klopfsensor hört das. Genau. Und das der schlecht. Klopfsensor ist komplett so weit oben und dann höre ich nicht mehr, wenn er klopfen würde. Ja, ja. Das ist halt dann schlecht. Ich guck gerade, ob ich das irgendwie ausgefiltert kriege, aber je mehr ich jetzt mache, desto schlechter wird die Klopferkennung nachher. Das ist halt. Ja. Ja, vielleicht geht's. Ich fahr noch mal. Könnt ihr noch mal die Haube zumachen? Ja. Also wir haben jetzt relativ stark ausfiltern müssen. Das Problem ist halt, die Klopferkennung ist dadurch natürlich schlechter, weil wir so viel ausgefiltert haben. Ich muss das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen beobachten. Also ich habe ganz starke Probleme mit der Abgastemperatur auch. Kannst du mal probieren, dein Benzinprofilo hochzudrehen? Ja. Was hattest du jetzt für eine Pumpe drin? Valbro 525. Okay. Hellcut. Ja. Ja, jetzt haben wir den Benzin einen Tick höher gedreht, der ist nämlich schon wieder ein bisschen abgefallen. Und jetzt sieht das mit der Abgastemperatur erstmal okay aus. Gut, wir machen mal eine Eingangsmessung. 0,6 bar Dosendruck, mal gucken, was rauskommt. PS 376 Newtonmeter. Aber wie gesagt, 0,6 Bar ist natürlich gar nichts und zündungsmäßig ist ja auch noch gar nichts passiert. Wir aktivieren jetzt Boost Control, das heißt das erste Mal ein bisschen mehr Ladedruck fahren. Gucken wir mal, was passiert. Ladedruckantaktung hat jetzt nicht funktioniert. Müssen wir mal gucken, warum. Antaktung laut EMU da, aber im Ladedruck nicht zu sehen. Müssen wir uns gleich mal anschauen. Hast du die andere Feder dabei? Nee, leider nicht. Ich habe zu Jörg auf dem Weg hierher schon gesagt, what the fuck, ich wollte die Feder noch einpacken.
Ich hab eine. Aber bei mir. Ja. Auch blöd. Ich hab Federung da. Viele. Jetzt fahren wir das Auto wieder warm, weil mittlerweile ist das Ganze wieder ein bisschen abgekühlt. Dann schauen wir mal, was der Dosenlot gleich sagt. 1,2 Bar haben wir jetzt. Wir probieren jetzt mal eine Messung mit 1,2 Bar Dosendruck. Echt komisch ist, der ist wirklich heiß, ne? Also wirklich, wir haben hier im Stand hier die ganze Zeit schon über 600 Grad. Ja. Das ist halt echt komisch, weil ich lade durch und ich habe immer so schnell über 1000 Grad. Und ich kriege ihn gar nicht so weit runter, weißt du? Weil ich frage mich jetzt gerade einfach wirklich, ob die Temperatur das ist, was er anzeigt. Die Sonde, ja. Hast du die schon immer drin, weil du ja sagtest, du hast schon immer Abgastemperaturprobleme? Die gleiche Sonne, ich habe die Sonne nicht getauscht. Nicht, dass die uns hier einen Streich spielt, weißt du? Ja, ja. Dass du meinst, dass der Wert gar nicht so hoch eigentlich aktuell ist. Also gut, ich sitze jetzt halt direkt im Krümmer, ne? Also direkt im Lader. Ja, ist auch richtig da. Eingang Lader sozusagen. Ja, ist auch richtig. Direkt da habe ich es reingedreht. Aber wie gesagt, wir haben jetzt schon, also normalerweise bist du im Stand irgendwie so bei vielleicht 400. 400, ja, ja. Kannst du die Kennlinie anpassen eigentlich? Nein. Nee, ne? Typ K ist fest definiert. Ja. Ist auch Typ K. Ja, ist Typ K. Hier gehe ich, guck mal, ich gehe hier gerade ins Gas. Da habe ich schon über 800. Ja, über 800, ja. Ja. So, und dann siehst du hier, zack, 950 und dann gehe ich auch schon vom Gas. Ja. Und ich habe hier Lambda-Werte, das ist von gut, jenseits von gut und böse, ja, ja. 064. Schon extrem fett. Das zündet schon nicht mehr. Ja, ja. Richtig. Ja. Kraftstoffdruck passt aber, ne? Unbedingt. Ja, 3 Bar. Mit. Hier 300, 307. Ja. Der Kraftstoff zündet schon nicht mehr und trotzdem sind wir viel zu heiß. Und auch schon beim Anladen haben wir schon deutlich über 800 Grad. Das kann alles nicht sein. Gemessen übrigens vor der Turbine, ist ganz wichtig, immer dort zu messen. Aber trotzdem ist das so unrealistisch hoch. So, und jetzt ist es schon so, dass ich so viel Skepsis hatte, dass der Sensor uns eigentlich verarscht. Dass der Abgastemperatursensor nicht das Richtige anzeigt. Allerdings ist es natürlich jetzt gefährlich zu sagen, wir ignorieren den einfach und fahren das trotzdem, weil dann wäre das einfach kaputt machen mit Ansage. Das funktioniert nicht. Marcel hat zum Glück noch einen Sensor liegen gehabt, den bauen wir jetzt gerade ein. Und dann sehen wir, ob wir diese Temperaturprobleme immer noch haben. Wenn das sich erledigt, dann haben wir gute Chancen, das hier doch noch fertig zu kriegen. Ansonsten waren wir kurz schon vom Abbruch. Marcel ist auch ganz fleißig hier. Komm hoch rein. Das weiß ich noch. Übrigens ist es schon wieder viel später, als jetzt eigentlich geplant war. Tut mir leid, Marcel. So, wir haben den EGT-Sensor jetzt gewechselt. Hoffen wir mal, dass es was gebracht hat. Benzindruck komplett weg gewesen. Komplett. Guck mal hier. Boah. Nichts. 0 Bar. Ja, ist aus. Sprit weg. Ne? Hab keinen Sprit mehr. Kein Sprit mehr? Nee, ist hier. Komplett weg. Warte, hier. Deswegen, das waren so ein, siehst du diese Linie? Ja.
3,5 Bar, weg. Komplett, kein Druck mehr. Ich guck mal, ob er angeht. Ja, wird irgendwo der Schlauch runtergeflogen sein. Ja, oder eine Seite leer. Ah, bei wie viel bist du? Naja, eigentlich noch nicht so weit. Also bei 3/4 sollte müssen noch beide Seiten mehr, voll sein, denke ich. Beide Seiten leer sein. Oder was hast du, Jörg? Bei 3/4 sollten noch in beiden Seiten was liegen. Ja, auf jeden Fall. Wollen wir sonst nachkippen, wenn die Anzeige nicht stimmt? Dass sowas reinkippen, was ja, nach. Da. Aber war doller Aussetzer eben, ne? Warum? Ja, was ist denn jetzt los? Hat doch einmal doll gescheppert. War bestimmt ganz kurz ganz mager. Ja. Und dann ganz kurz wieder Spritter. Ja, so wie es aussieht, Spritdruck ist eben komplett abgefallen. Einmal beim Anladen von 3,5 Bar auf 0,3 Bar, also einmal komplett weg gewesen. Gab einen fetten Aussetzer. Die Jungs kippen gerade nochmal Sprit nach, obwohl Anzeige 3/4 voll. Die haben sich halt ein bisschen was ausgedacht und wollten das testen mit der Saugschreibpumpe. Kann sein, dass das nicht funktioniert, was sie sich ausgedacht haben, aber das sehen wir gleich. Wir kippen jetzt was nach, wenn es dann wieder geht. Dann wird das an der Saugschreibpumpe liegen und der Pumpenkorb wird jetzt quasi im Trocknen liegen. So, ich habe da jetzt mal 10 Liter reingekippt. Okay. Hast du gar keinen Kraftstoffdruck mehr, oder? Ich glaube, deine Lösung mit der Saugschreibpumpe funktioniert nicht. Die Tankhälfte leer, ne? Dann kippe ich die letzten 5 Liter jetzt eben auch nochmal rein. Ja. Dritter auf. Ja, Saugschreibpumpe funktioniert nicht. Intankpumpe trocken gelaufen. Andere Seite noch voll mit Sprit. Jo. Die kippen jetzt nochmal 5 Liter nach und dann. Einmal nochmal Knöpfchen. So, Tank ist wieder gefüllt. Wir schmeißen die Karre an. Wir haben jetzt auf jeden Fall zu Zeitpunkten, wo wir vorher 950 Grad hatten, steht da jetzt nur noch 800 bis 850. Das heißt, mit dem Sensor war auf jeden Fall irgendwas komisch, da hat irgendwas nicht gestimmt. Wir können jetzt auf jeden Fall endlich weitermachen. Schlauch abgeflogen. Ja, aktueller Stand 1,4 Bar, 508 PS und wir sind wieder am Schrauben, weil Schlauch ist abgeflogen. Da ist leider keine Wulst drauf auf dem Rohr. Das müsst ihr auf jeden Fall immer machen. Wir machen das jetzt wieder fest, hoffen, dass das nicht zu oft passiert, weil für den Lader ist es natürlich auch nicht geil, weil in dem Moment, wo ihr den Lader entlastet, überdreht er voll. Na, und das ist halt nicht gut für ihn. Schlauch abgeflogen. Ah, das wird nichts. Ist auch schon gleich 8 Uhr. Schlauch ab. Was? Schlauch ab. Schon wieder. Schlauch wieder ab, oder? Hält aber so eigentlich ein geiles Plateau, ne? Ja. An der Drosselklappe oder was? Nee, die andere Seite von dem Schlauchstück. Ach so. Oh, das.
Prost, Rohr. Oh, wie fast neidisch drauf. Jetzt so geht's ab. Wir müssen jetzt an dieser Stelle leider abbrechen. Auto hat durchgehalten. Wir haben jetzt die Leistung wieder runtergedreht. Sind jetzt bei knapp 500 PS. Der Besitzer hat jetzt quasi mehrere Hausaufgaben bekommen. Und zwar so viel, dass sich das halt auch lohnt, jetzt hier abzubrechen. Nämlich Ladeluftrohre müssen nachgeschweißt werden. Da sind die Schläuche öfter abgeflogen. EGT-Sensor hat nicht gepasst. Scheinbar falscher Typ. Der muss neu verlegt werden. Wir haben jetzt einen provisorisch halt hier reingelegt. Was haben wir noch? Da muss man in den Cut reingucken, weil es fühlt sich so an, als wenn er vielleicht zugefallen ist. Und ja, es sind einfach so mehrere Sachen, die erledigt werden müssen. Das Auto ist jetzt erstmal lauffähig, das ist das Wichtigste. Das Auto hat gehalten, das ist auch das Wichtigste. Und ja, wir brechen jetzt erstmal hier ab, machen an anderer Stelle weiter. Achso, und das Kraftstoffsystem muss auch noch umgebaut werden, weil ja, Intankpumpe läuft halt trocken ab 3/4 Tank. Das müsste noch geändert werden. Ansonsten, ja, schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal läuft. Wir haben auf jeden Fall irgendwann ein Wiedersehen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gut gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video, vielleicht dann mit mehr Leistung. Ich wünsche euch alles Gute, bis dann. Ciao.